Ein hippes Restaurant in der US-Westküstenmetropole San Francisco. Heute begeben sich die Betreiber auf kulinarische Abwege. Das Rezept für diese Krebspastete stammt von einem Mann namens Maestro Martino de Cuomo, einem italienischen Koch aus dem 15. Jahrhundert. Grund für die historische Exkursion? Das Gericht taucht in Game of Thrones auf. Und Graham Belfoy und sein Partner Rainer Cox sind große Fans der opulenten Kultserie. Ich gehe sie auf der Suche nach Menüs durch, die mir gefallen. Und dann suche ich in meinen alten Kochbüchern nach passenden Rezepten. Heute wird ein Menü nachgekocht, das Hauptfigur Tyrion seinen Untergebenen vorsetzte, um sie zu beeindrucken. Es gibt Ochsenschwanzsuppe, Krebspastete und in Butter getränkte Wachteln. Die Fans sind begeistert. This looks delicious. Seit einem Jahr werden die Gelage angeboten. Meist sind sie nach wenigen Tagen ausgebucht. Ich habe mich so lange darauf gefreut. Ich liebe die Serie. Wir verkleiden uns auch manchmal für Fantreffen. Auch hinter den Kulissen soll alles so authentisch bleiben wie möglich. Moderne Küchengeräte wurden weitgehend verbannt und die Zutaten sollen regional sein. Aber Obacht, wie in der Serie geht es auch bei der Auswahl der Gerichte nicht zimperlich zu. Unter anderem standen schon Aalpastete und Schlangeneintopf auf der Speisekarte.